Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Tram Simulator Urban Transit. Wir sind natürlich wie immer live auf Twitch unterwegs, gerade in Route 11, Straßenbahnlinie 11, eine Route, die wir in der letzten Runde erstellt haben. Und da fahren wir jetzt weiter, nämlich den zweiten Teil wieder zurück nach oben. Eine Straßenbahn, die eigentlich eher für Überlandstrecken, glaube ich, geschaffen wurde, weil die doch ziemlich schnell von 0 auf 100 kommt. Aber hier haben wir eben das Problem, also Problem, wenn man uns die Route ja selbst erstellt, dass wir eigentlich jede paar Meter eine Haltestelle haben. Gerade mal hier Richtung Business Center North ist ein bisschen länger, dass es von A nach B dauert, aber da unten in den Downtown-Städtchen drin, da kommt jede 5 Meter eine Haltestelle. Da zahlt sich das gar nicht aus, so eine schnelle Straßenbahn hier zu haben. Aber sie passt eben gut ins Erscheinungsbild. Denn das ist definitiv die modernste Tram, die es hier gibt in diesem Spiel. Die gibt es eben in dieser Version und in der Version, die ein bisschen länger ist. Die haben wir aber noch gar nicht in unserem Fuhrpark. Werden wir vielleicht früher oder später auch mal verwenden. Aber jetzt sollten wir mal gucken, dass wir unsere Mission erledigen. Denn wir müssen insgesamt 50 Fahrgäste befördern auf dieser Linie, beziehungsweise mit einer bestimmten Lackierung und 2 Zahlen. Tage erreichen. Den ersten haben wir schon. Auch so um die 25 Fahrgäste sind mittlerweile schon ausgestiegen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Level, das hier ganz gut hinzubekommen. Schauen wir mal. Wir halten mal gleich da vorne bei der nächsten Haltestelle und dann gucken wir mal, wie die derzeitigen Statistiken aussehen. Ob wir gut dabei sind, ob wir noch ein bisschen brauchen. Huch. Okay, da spawnt einfach mal eine andere Straßenbahn rein. Auch interessant. So, dann einmal abbiegen hier. Boah, man fährt sich einfach wirklich, wirklich gut mit dieser Straßenbahn hier. Die ist wirklich geil. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. So. Ich hatte stundenlang einen Ohrwurm von All Na, gucken wir mal. Bauerberry Springle Pecunia auf Stufe 4 aus. Das sind diese zwei Bezirke hier. Wir haben mittlerweile ein paar Upgrades schon bekommen, die wir durchführen können. Schauen wir dann mal nach dieser Runde, wenn wir fertig sind. Da oben müssen wir hin. Beziehungsweise hier müssen wir eigentlich hin, sondern auf Go Street. Gucken wir mal, welche Haltestellen wir dann tatsächlich upgraden können. Und die 50 Fahrgäste, das soll sich ausgehen. 15 brauchen wir noch, das passt definitiv. Und den zweiten Zahltag, den haben wir auch gleich. Also das war wirklich ein Glücksgriff, diese Route hier. Das hat super funktioniert. Wirklich, 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 wirklich super. Nice. Dann haben wir direkt mal 3 Missionen mit einer einzigen Linie erledigt. Das ist auch easy. Super. So, da vorne abbiegen, da spawnt direkt mal die nächste Straßenbahn rein. Und ja, nicht zu schnell werden, denn da kommt auch schon die nächste Haltestelle direkt, da drüben nämlich. Da ist unsere Gegenlinie, die andere Linie 11 mit unserem schönen Modell. Achtung, Rollstuhlfahrer, diesmal müssen wir den definitiv an der richtigen Haltestelle rauslassen, denn da ist uns ein Fauxpas passiert beim letzten Mal, in der letzten Runde, bei der Hinfahrt nämlich. Wir haben einen Minuspunkt bekommen, weil wir vergessen haben, den Rollstuhlfahrer rauszulassen. Der hat sich wohl irgendwann gemeldet und hat gesagt, hallo, hallo, ich möchte aussteigen und wir haben nicht dran gedacht. Tja, hat uns einen kräftigen Minuspunkt gegeben. Ich hoffe, wir machen es diesmal besser. Wie sieht es denn derzeit aus mit der Bewertung überhaupt? Ich hoffe, wir sind gut dabei. Na, guck mal einer an, perfekt sind wir dabei. Nice, nice, nice. Als wäre das mit dem Rollstuhlfahrer nie passiert. Nice, super. Schön, schön, schön. Ich glaube, das gibt eine schöne 95% zum Schluss. Würde mich sehr freuen. Wir sind bei den zeitmäßig unterwegs auch ganz gut auf jeden Fall. Ein bisschen Verspätung, aber die paar Sekunden, das macht ja wirklich nichts. So. Und wie leise diese Straßenbahn vor allem auch ist, ist unglaublich. Also ich komme aus dem Schwärmer nicht raus hier. Ein wahrliches Traummodell. Definitiv. So. Und zack. So, lala. Ist da schon der nächste Zahltag? Knapp. Ganz, 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 ganz knapp. Auch diese Haltestelle kann natürlich ausgebaut werden. Alles klar. Ich bin wirklich gespannt, ob wir es denn tatsächlich schon geschafft haben, alle Haltestellen jetzt hier mit dieser einen Linie auf die nächste Stufe zu bringen und wir dann Pecunia und Valley Spring, die zwei Bezirke, die wir upgraden müssen, auch tatsächlich schon erledigen können. Also quasi alle Missionen mit einer Linie. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da müssen wir vielleicht noch eine Linie erstellen oder vielleicht nochmal mit der Route hier fahren. Aber ich glaube, das wird noch ein Weilchen dauern, bis wir tatsächlich alle Haltestellen auf dem richtigen Level haben. Da müssen wir kurz uns mal einen Überblick dann verschaffen, wo uns denn noch ein Upgrade fehlt und wo nicht.
Aber wir sind auf jeden Fall irrsinnig gut dabei, so viel kann man sagen. So. Zack. Super. Und der zweite Zahltag ist hier. Hallo? Nice. Schön. 16 Millionen tschüss. Machen wir mittlerweile pro Zahltag. 16 Millionen. Ach du meine Güte. Man muss sich das mal vorstellen. Die billigste Straßenbahn kostet, glaube ich, 800.000. Und wir machen 16 Millionen. Das sind, Pi mal Daumen, 20 Straßenbahnen, die wir uns pro Zahltag leisten können. Ach du meine Güte. Das ist wirklich krass. Gesundheit. Wie viele Leute fehlen denn jetzt noch? Ach, das haben wir auch schon erledigt. Guck mal. 54 von 50. Super. Uns fehlt tatsächlich nur noch die Upgrade-Mission. Die zwei Bezirke auf die Stufe 4 zu bringen. Cool. So, da geht's auch ab. Eine Straßenbahn neben der anderen. Oder hinter der anderen. So, da vorne abbiegen. Aber man kommt hier wirklich nicht über 25 km/h raus, weil da ständig irgendwelche Kurven sind oder die nächste Haltestelle schon auf einen wartet. Die sind wirklich hier ziemlich dicht beieinander, aber das war ja unser Ziel. Dass wir so schnell wie möglich die Haltestellen upgraden können, das war ja unser Ziel. So, auch die kann nämlich schon auf die nächste Stufe gebracht werden. Sehr gut. Oh, Achtung. Rollstuhlfahrer möchte raus. Diesmal gebe ich mir die Blöße nicht. Mit einem kräftigen Minuspunkt. So. Alles klar. Türchen zu. Die Türen werden rot. Der Blinker blinkt. Sehr gut. Ist das ein Zebrastreifen? Tatsächlich. So. Dann let's go. Nice. Also wir sind wirklich gut dabei. Da kann niemand was sagen hier. Ich freue mich. Achtung, da kommt eine fette Kreuzung. Da wollen wir nicht so drüber brettern. Eher ein bisschen sachter und langsam. Und da sind wir ja schon. North Go Street, das ist die letzte Haltestelle hier. So. Na, jetzt bin ich mal gespannt auf die Bewertung. Die kann ja eigentlich nur gut sein, wenn wir ehrlich sind. Wenn da jetzt was Schlechtes rauskommt, dann weiß ich auch nicht. 96,887%. Super. On top. Nice. Die 5 Sterne komplett ausgefüllt. 96 bzw. aufgerundet 97%. Damit kann man auf jeden Fall leben. Das ist definitiv in Ordnung. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir steigen mal aus. Wir geben mal die Straßenbahn der KI ab. Und dann gucken wir mal, was wir denn jetzt hier upgraden können. Denn da gibt es bestimmt jetzt noch ein paar Haltestellen, die wir auf die nächste Stufe bringen müssen. Wie die hier. Die da oben geht sogar zweimal. Sehr schön. Die überhaupt nicht. Die ist schon auf Stufe 7. Die auch nicht. Schade. Wir sind tatsächlich immer noch auf Level 3 hier. Das ist wirklich ein bisschen schade gerade. Hätte ich nicht gedacht. Ach, das zählt noch zu Sunkiss. Und da oben bei Pecunia konnten wir leider überhaupt nichts upgraden. Level 4. Wir haben 3 Haltestellen. 3 mal 4 ist 12. Und wir haben 8, 10. Wir bräuchten also noch 2 Upgrades. Bei irgendeiner Haltestelle. Hier dauert es ein bisschen, bis das nächste kommt. Da oben hätten wir direkt eins. Und hier bei der Powder Street waren wir noch nie. Also da oben bräuchten wir noch 2 Upgrades. Wie sieht es da unten bei Valley Spring aus? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Haltestellen insgesamt. 8 mal 4 ist 32. 4, 5, 10, 14, 20, 27, 31. Da bräuchten wir theoretisch nur ein einziges Upgrade. Hier bräuchten wir theoretisch nur ein einziges Upgrade. Na, das ist aber gar nicht mal so schlimm. Sollen wir noch eine Linie stellen? Die vielleicht hier ein bisschen so diese Strecken abfährt, die wir bis jetzt noch nicht ans Netz angeschlossen haben? So eine kleine. Die könnt ihr ja theoretisch hier unten umdrehen. Glenrose Avenue beispielsweise, da waren wir auch noch nie. Ich glaube, das machen wir. Komm, machen wir nochmal eine Straßenbahnlinie 12. Die Glenrose Avenue. Dann halten wir da hinten bei der Inness Street. Wie kommen wir denn hier hin? Ah, so würden wir hier hinkommen. Na perfekt. Super. Silver Park East. Hier müssten wir die ganze Strecke fahren. Das heißt, wir fahren hierhin.
dann müssten wir theoretisch irgendwie da rüberkommen. Nämlich zur South Jones Street. Und dann da nach oben. Und wie drehen wir dann am besten um, ist eine gute Frage eigentlich. Wenn ich jetzt hier sage, hoppla, ich möchte eine Ping-Pong-Route draus machen. Okay, dann fährt ihr den ganzen Kreisel hier entlang. Das ist aber auch ein bisschen krass. Weil wir hätten zwar schon eine perfekt ausgeglichene, naja, fast eine perfekt ausgeglichene Route. Passt irgendwie noch nicht so ganz, oder? Wir bräuchten noch eine Ausstiegshaltestelle. Aber wir können unmöglich sagen, dass wir die hier zum Beispiel als Ausstiegshaltestelle, also als letzte Haltestelle nehmen, weil dann fährt er nämlich hier ganz komisch im Kreis. Das geht auch nicht. Was wir sagen könnten, ist, wir nehmen die hier als neue Haltestelle dazu. Und nehmen auch die hier als neue Haltestelle dazu. Und drehen dann da irgendwie um. Das würde theoretisch klappen. Guck mal. Hätten wir 10 rauf, 10 runter. 28 Minuten. Alter, 2 Millionen würde uns das bringen. Holla, die Waldfee. Aber dann hätten wir theoretisch nochmal eine geile Route, die hier oben rumfährt und quasi die Haltestellen abfährt, die wir bis jetzt noch sowieso nicht abgefahren haben. In Valley Spring einige und in Pecunia einige. Ja, da drüben bei Sunkist natürlich auch, aber das gehört halt dazu, zum Ganzen. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, wenn du mich fragst. King Street? Da fahren zwar schon ein paar, aber dann hätten wir die South Jones Street angeschlossen, dann hätten wir die Powder Street angeschlossen endlich. Da drüben auch mal, Silver Park East. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Passt. Super. Noch eine geile Linie. Man sieht, hier ist schon einiges los. Da drüben ist mittlerweile, glaube ich, auch sogar jede Haltestelle ans Netz angeschlossen. City Hall North, ja, da fährt auch wer rum. Da hinten Arlington und Lake Unser fährt auch wer rum. Ich glaube, da ist tatsächlich jede Haltestelle ans Netz angeschlossen. Transit Terminal, ja, ja, ja. Da oben, die South Amador Street, da fährt noch niemand. Aber ich glaube, wenn wir dort eine Linie hinbauen, die irgendwie da runterfährt oder so, dann kommt das auch ganz gut hin. Also wenn wir irgendwann eine Mission bekommen sollten, du sollst jede Haltestelle ans Netz anschließen. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. 3-4 Linien noch und die Sache hat sich. Aber wir haben tatsächlich den Großteil der Strecke oder des ganzen Gebiets hier schon an unser Netz angeschlossen. Das freut mich. Nice, nice, nice. Super. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Routennachfrage von 10. Und das wiederum heißt, wir können vielleicht mal eine kurze Reise da nach unten starten, Richtung Greenwood, zum Tramhub nämlich, und uns vielleicht dann mal die ganz neue Straßenbahn holen, nämlich die hier. Die da hat eine Straßenbahnauslastung von 3, ist aber das lange Modell, warum auch immer die eine Fahrzeugauslastung von 3 hat, das verstehe ich nicht ganz, denn das kurze Modell hat auch eine Fahrzeugauslastung von 3. Und die hier auch, obwohl die erstens 1,5 Millionen mehr kostet und viel mehr Sitz- und Stehplätze hat. Aber wurscht, die setzen wir jetzt ein. Die setzen wir jetzt ein in der Doppeltraktion Alpha Dualis G18. Die setzen wir jetzt ein. Zack. Das machen wir. Korrekt ersetzen von Blinkern. Aha, warum regnet es hier drin eigentlich? Weiß ich auch nicht ganz. Oh, wie modern das einfach aussieht. Guck dir das mal an. Holla, die Waldfee. Wie in einem Space Shuttle. Nice. Na gut, na gut, na gut. Das heißt, wir bräuchten theoretisch zweimal die und einmal eine Viererstraßenbahn. Dann hätten wir, glaube ich, einen guten Takt. 25 Minuten. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Zweimal die und eine Viererstraßenbahn. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. So, Alpha Dualis, da haben wir sie. Ganz im Regen stehen gelassen, warum auch immer. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, welche Werbung oder welches Aussehen wir der hier verpassen können. Irgendwas Schönes brauchen wir da. Sollen wir mal die Cyber-Ding nehmen? Ich weiß gar nicht, ob in der Cyber-Lackierung schon irgendjemand rumfährt. Golden ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wobei, ganz ehrlich, hier passt, glaube ich, alles drauf. Denn da ist ja nur minimal
was von dieser Vollverklebung zu sehen. Der Großteil ist ja eh Glas. Nee, weißt du was, wir nehmen einfach die Cyberstraßenbahn. Wir fahren ja auch dort rum, so bei der Universität und so, warum auch nicht? Nehmen wir. Mit einer etwas unauffälligeren Werbung vielleicht? Spring of Affection passt nicht unbedingt dazu. Vielleicht nehmen wir immer mal Gold Island, das ist ziemlich unauffällig da hinten. Und noch keine Sitzbezüge wie die hier. Jungle Camo. So, dann kaufen wir noch mal eins von den Modellen. Was war das jetzt? Cyber haben wir gesagt, oder? Wo ist denn das Ding? Position Gradient. Ach du Scheiße, was gibt's denn hier alles? Das wollten wir nehmen. Dann mit Gold Island und diesen Sitzbezügen. Passt. Und dann brauchen wir noch eine Viererstraßenbahn. Das heißt, die hier sollten wir uns vielleicht schnappen. Die Two Cities L, denn das ist die einzige, die es mit einer Viererauslastung gibt, denke ich. So, nochmal eine. Mit der Cyberlackierung, also Vollverklebung. Gold Island Werbung und diesen Sitzbezügen. Passt. Sudana. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Und theoretisch sollten wir jetzt eigentlich mit der hier fahren. Mit der Two Cities L. Weil die eben eine Vierer-Fahrzeugauslastung hat. Und wenn es darum geht, die Haltestellen aufs nächste Level zu bringen, dann ist es immer besser, wir fahren mit der Straßenbahn, die die höhere Auslastung hat. Wenn wir jetzt nämlich hier uns entscheiden müssen zwischen der, wie hieß die nochmal? Da hinten können wir nochmal ganz kurz nachgucken. Die hier nämlich, die STG. Zwischen der hier und der hier, also in Normalversion und in Doppeltraktion, wenn es darum geht, eine Haltestelle abzugraden, dann bräuchte man mit der hier viel, 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 viel länger, um die Haltestelle von einem Level aufs nächste zu bringen, als mit der hier. Mit der hier geht das instant. Du fährst hin und die Haltestelle ist am nächsten Level. Fahrzeugauslastung von 5 ist das Maximum, denke ich. Aber nachdem wir noch nie mit dieser modernen Straßenbahn gefahren sind, würde ich fast sogar sagen, wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit und fahren mit der. Oder sollen wir uns das vielleicht für später aufsparen? Jetzt fürs Upgrade mal mit der hier fahren und vielleicht auf irgendeiner Linie, die wir später stellen, dann mit der anderen. Wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. Können wir theoretisch auch mal machen. Ich glaube, wir nutzen jetzt mal die Zeit für die Upgrades. Entschuldigung. Ich glaube, wir nutzen jetzt mal die Zeit für die Upgrades. Wir schnappen uns jetzt mal die hier, die Two Cities in der langen Version mit vierer Fahrzeugauslastung und holen uns die letzte Mission. Ich glaube, das passt ganz gut. Viele Upgrades brauchen wir ja nicht mehr. Also theoretisch, wenn wir diese Linie fertig haben, sollten wir die Mission auch erledigt haben. Ich glaube, das passt. Ich werde mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Hoppla. Hätte ich vielleicht mal kurz aus der Straßenbahn raus müssen. So, dann spule ich nochmal kurz die Zeit vor. Nochmal 10 Minuten. Und dann gucken wir mal, wo denn die letzte Haltestelle ist von dieser Route hier. Das müsste die hier sein. Ne, das ist die Haltestelle 11. Hier fangen wir an. Das heißt, da hören wir auf, bei der 20er Haltestelle. Alles klar. Das heißt, bei der Inness Street fangen wir an. Ist das die richtige Seite? Ich denke nicht. So. Straßenbahnroute 9, die brauchen wir nicht. Straßenbahnroute 4. Ach, die steht schon direkt dahinter. Die brauchen wir auch nicht. Boah, da ist aber einiges los jetzt hier. Guck mal, einmal, zweimal, auf der anderen Seite geht's ab. Holla, die Waldfee. Wie viele Linien fahren denn hier? 4 Stück. Die 4, 7, 9 und 12. Boah, da geht's schon ordentlich ab hier, Freunde. Da geht's schon ordentlich ab. So, Alpha Dualis G18 kommt in einer Minute von der 12er Linie. Das ist die neue, die steht da drüben schon. Die brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen nämlich das andere Modell. Aber sieht die nicht einfach geil aus in dieser Cyberlackierung? Alter Falter. Also die hat einfach was. Das ist einfach ein perfekter Augenschmaus. Unglaublich. Da ist sie. Nice. Nice, 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 nice. Das sieht einfach geil aus. Ich komme aus dem Schwärmer nicht raus, Freunde. Ich komme aus dem Schwärmer nicht raus. So, die kommt in einer Minute wieder an. Oh Gott, hier ist so viel los.
kommt in 0 Minuten an. Das heißt, die spawnt gleich irgendwo da hinten vermutlich. Wir können nämlich gar nicht die nächste Straßenbahn rufen, weil ständig eine ankommt. Hier ist so viel los, da kommt ständig irgendeine neue Straßenbahn an. Geht's jetzt vielleicht? 0 Minuten? Nee. Ist das die hier? Ich glaube schon. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen warten, denke ich. Da ist unsere von gerade eben, die Alpha Dualis. Sehr schön, sehr schön. Na, wo ist das Ding denn? Ah! Straßenbahnroute 9, die T-Cities. Straßenbahnroute 4, die T-Cities. Straßenbahnroute 7. Das ist die da hinten wieder. Aber wir brauchen Straßenbahnroute 12, liebe Freunde. Straßenbahnroute 12. Oh Gott, da kommt nochmal die G18 zuerst mal. Okay. Das ist dann wohl unsere richtige. Genau, die Two Cities L ist gerade mal bei der King Street. Die ist gerade mal hier. Die dreht erst um. Oh je, Mini. So, die kommt in einer Minute an. Oh je, Mini, Freunde. Oh je, Mini, oh je, Mini. Die ist hier. Die Cyberstraßenbahn dreht gerade wieder um. Die Doppeltraktion kommt in... Ach du Scheiße, da ist sie schon. Kommt in 3 Minuten. Ach du meine Güte, also hier ist definitiv einiges los. Holla die Waldfee. Das ist die Doppeltraktion. Einfach dasselbe Modell hier zusammengeschraubt und hat plötzlich eine Straßenbahnladung von 5 statt von einem. Das ist sehr mysteriös gestaltet. Also wie die auf die Werte gekommen sind, das würde mich schon sehr interessieren. Denn wenn ein Stück, ein Teil, eine Straßenbahnladung hat, warum haben dann 2? 5. Und warum hat von der modernen Straßenbahn die Standardversion und die doppelt so lange Version dieselbe Fahrzeugladung? Das ist ein bisschen mysteriös. So, die kommt auch gleich an. Ah, da ist sie endlich. Na Gott sei Dank. Da ist sie endlich. Unsere Tram. Halleluja. Lang mussten wir warten. Da ist sie endlich. Lass mich rein hier, meine Liebe. Ich muss übernehmen. Das ist mein Plan. So, da, Freunde. Da müssen wir uns wieder dran gewöhnen, dass wir jetzt hier mit einer anderen Tram unterwegs sind. Machen wir mal auf die Tür. Müssen sowieso, glaube ich, alle aussteigen. Ist ja Endstation. Mal gucken, ob das auch der Fall ist. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus, schaut gut aus. Alle wollen raus. Und da waren ganz schön viele drin. Holla, die Waldfee. 73% Routenzufriedenheit. Sehr schön. Also Effizienz. Ganz in Ordnung. Aber das können wir toppen. Auf jeden Fall können wir das toppen. Nächster Halt, Glenrose Avenue. Nächster Halt. Uha. Nein. Ich will da nicht reinfahren. Was ist denn da los? Folge dem GPS, um weiterhin diese Route zu bedienen. Das machen wir ja. Das ist unser Plan. Wir folgen dem GPS. So. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Und wenn wir jetzt das hier gut lösen, dann haben wir erstens noch eine weitere Linie. Das heißt, wir verdienen noch mehr Geld. Und zweitens haben wir diese Mission erledigt. Wenn es tatsächlich klappt und wir die Haltestellen, die wir upgraden müssen, jetzt auch upgraden können. Und das wird funktionieren. Ich bin da ganz guter Dinge. So, natürlich nicht zu schnell fahren. Wir haben ja auch noch eine halbe Minute. Das ist ja kein Zeitdruck. Alles in Ordnung. Eine halbe Minute haben wir noch bis zu Glenrose Avenue. Auch hier kennen wir uns ja schon zu Genüge aus. Einerseits natürlich vom Bussimulator, da sind ja auch ganz viele Linien gefahren. Und andererseits, weil wir hier ja eh schon so viele Straßenbahnlinien auch rumfahren haben. Also hier ist definitiv was los. Generell sind die Straßen schon voll gefüllt. Man hat es gerade eben gesehen. Da stehen schon manchmal 2, 3 Straßenbahnen hintereinander, weil eben so viel los ist. So, Achtung, bevor wir das Kind da zusammenführen. Lieber mal bremsen, sonst zahlen wir erstens 50.000 Strafe und zweitens haben wir dann eine beschissene Bewertung bestimmt. Denn wenn wir jemanden überfahren und den dadurch umbringen, kommt das bestimmt nicht gut in die Gesamtbewertung. So, lala. Zack. Hier können wir nichts upgraden, warum nicht? Was ist da los? Oh nein. Ja, kurz davor sind wir. Eingeschlafen. Huch,
Was war das jetzt? Frage zur Route wurde ignoriert. Nein! Das wollte ich doch nicht! Ich habe Escape gedrückt, weil ich die Karte schließen wollte. Nein! Schon Minuspunkt, direkt an der ersten Haltestelle. Ach, scheiße. Huch, was macht ihr denn? Das war nicht der Plan. Direkt an der ersten Haltestelle. Immer wenn die KI fährt, sitzen 40 Leute drin und wenn du selbst fährst, maximal 10, schreibt Kratos Bruce Wayne in den Chat. Ja, ist mir aufgefallen. Ich meine, ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Ich weiß nicht, ob das 40 sind, aber es ist mir aufgefallen, wenn die KI fährt, sind es deutlich mehr, als wenn wir selber fahren. Das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, gegenüber dem Bus-Simulator 21, der auf derselben Map stattgefunden hat, also auch hier, sind es doch deutlich mehr Fahrgäste. Denn ich kann mich erinnern, im Bus-Simulator war immer nur eine Handvoll von Fahrgästen drin. Da war nie wirklich viel los in den Bussen. Aber hier ist manchmal schon die Straßenbahn ziemlich, ziemlich voll. Ja, toll, jetzt muss irgendjemand aussteigen hier auch noch. Toll. Scheiße. Aber das stimmt schon. Ich glaube, wenn die KI fährt, sind tatsächlich ein Tacken mehr Fahrgäste drin, als wenn wir selber fahren. Da könntest du recht haben. Das kann stimmen. So, bleiben wir mal ganz kurz hier stehen. Lassen wir die Frau mal aussteigen. Damit wir zumindest mal irgendwie wieder unsere Bewertung gut machen. Wo zum Teufel kommt denn der her? Warum biegt der von da oben ab? Hier ist weit und breit keine Straßenbahn, die da lang fährt. Na, nö. Warum kommt der aus der Autobahn raus? Da oben fährt gar keine Linie. Was ist denn da los? Aha. Das ist interessant. Der kommt von hier oben runter. Obwohl dort gar keine Linie rumfährt. Und es kann keine Hauptverkehrszeitstraßenbahn sein, denn die haben wir gar nicht hier im System, die Hauptverkehrszeit. Also was die KI da manchmal aufführt, ich habe keine Ahnung. Die macht, was sie will. So, lala. Wir sind schon ein bisschen spät dran, sehe ich gerade. Das sollten wir verhindern. Aber wir haben jetzt, glaube ich, sowieso wieder eine kleine Überlandstrecke bis zur nächsten Haltestelle. Das heißt, wir können vielleicht wieder ein bisschen Zeit dazu holen. Mit ein wenig Glück. Silver Park East ist nämlich die nächste Haltestelle. So. Und dann fahren wir jetzt tatsächlich mal auf einer Strecke, die wir bis jetzt noch überhaupt nicht gefahren sind. Denn da vorne fährt keine Straßenbahnlinie, außer die jetzige lang. Dort vorne fährt noch niemand. Man sieht es hier auf der Karte, da sind wir die Einzigen. Da vorne kennen wir uns zwar dann aus, wenn wir wieder abbiegen, aber tatsächlich hier fährt niemand sonst. Ich bin gespannt. So, da ist der Kollege von gerade eben, fährt wieder im Kreis rum, sehr mysteriös. So, dala. Sehr schön, sehr schön. Also quasi eine Linie, die viele Haltestellen anfährt, die wir bis jetzt noch gar nicht in unserem Netz hatten und außerdem auch noch hier Strecken abfährt, die wir zum Beispiel bis jetzt noch gar nicht gesehen haben. Natürlich am Bus-Simulator schon, aber noch nicht hier in Tram-Simulator Urban Transit. Das ist ein Novum. So. Dann einmal hier rum. Passt und da vorne ist dann der Silver Park East. Hoppla, nicht so schnell vielleicht. Ja, wieder ein bisschen bremsen. Da vorne kommt nämlich erstens eine Kreuzung, zweitens die Haltestelle. Silver Park East. So, na perfekt, Freunde. Ist das perfekt oder ist das perfekt? Das kann ja nur perfekt sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist sie. Unsere Cyberstraßenbahn auf der Linie 12 Richtung Inness Street Silver Park East ist mal eine Haltestelle, die wir bis jetzt noch nie im System hatten. Und ich hoffe, dass wir die andere noch upgraden können. Dann haben wir nämlich mit dieser Linie 12 die nächste Mission, Gott sei Dank, in Bälde erledigt.